Woher weiß ich als Bewerber, ob ein Arbeitgeber etwas taugt oder aber eher nichts taugt? Eine Möglichkeit ist ein Bewertungsportal, das heißt Kununu. Dort dürfen Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber bewerten. Aber hat es wirklich was zu heißen? Kann man sich bei einem solchen Portal orientieren? Und sollte man gar mitmachen und seinem Arbeitgeber ein Zeugnis ausstellen? Darauf werde ich Ihnen antworten. Mein Name ist Martin Wehre. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und auch als Karrierebuchautor. Und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt sage ich Ihnen was zu Kununu. Wie funktioniert das Prinzip? Jeder Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, dort anonym eine Bewertung abzugeben. Und zwar von einem Stern, ein Stern steht für ganz mies, bis zu 5 Sternen, das steht für eine hohe Qualität als Arbeitgeber. Sie können das tun, indem Sie einzelne Rubriken ausfüllen. Also zum Beispiel geht es um Arbeitsklima, um Vorgesetztenverhalten, um Gleichstellung in diesem Betrieb oder auch um den Umgang mit älteren Arbeitnehmern. In all diesen Rubriken können Sie Einzelnoten geben. Daraus entsteht eine Gesamtnote. Und wenn Sie nun als Bewerber diese Seite anschauen, wenn Sie den Namen einer Firma eingeben, dann sehen Sie genau, wie diese Firma bewertet ist. Wie viele Sterne haben im Durchschnitt die Bewertenden gegeben? Wenn Sie jetzt sehen, eine Firma hat 4,5 Sterne, kann das vielleicht ein sehr gutes Zeichen sein. Und wenn Sie sehen, eine Firma hat nur 2 oder 2,5 oder gar 1,5 Sterne, dann kann das ein sehr negatives Zeichen sein. Kann man sich aber wirklich danach richten oder besteht da nicht auch Manipulationsgefahr? Das ist ja anonym und ich sage Ihnen Folgendes dazu. Wenn es nur wenige Bewertungen sind, eine Handvoll Bewertungen für einen Mittelständler, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass da etwas manipuliert ist. Denn jemand, der frustriert ist, schreibt vielleicht nicht nur eine Kritik, sondern der schreibt gleich 3, 4, 5, um seinem Arbeitgeber etwas auszuwischen. Das kann durchaus passieren. Wenn Sie aber eine hohe Zahl von Kritiken haben, wenn das 50, 60, 70 oder gar eine dreistellige Zahl sind, dann können Sie immer eine Tendenz erkennen. Lesen Sie auch mal die individuellen Bewertungen, die man eintippen kann, durch und schauen Sie, gibt es eine Tendenz in dieser Firma? Schreiben da ganz viele Menschen, dass mit Mitarbeitern unmenschlich umgegangen wird, dass über aller Maßen gespart wird, dass nur noch der Profit im Mittelpunkt steht? Wenn Sie eine solche rote Linie, einen solchen roten Faden erkennen in diesen Kritiken, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass da etwas dran ist. Und dann kann es für Sie auch eine Warnung sein, in einer solchen Firma nicht anzufangen. Jetzt könnten Sie mich fragen, besteht nicht die Gefahr dadurch, dass es anonym ist, dass da sehr manipuliert wird, dass da Dinge stehen, die nicht in Ordnung sind? Ja, natürlich, es wird der eine oder andere übertreiben, aber auf der anderen Seite, jeder Arbeitgeber, jede Firma hat das Recht, Ihnen ein Zeugnis auszustellen und dieses Zeugnis müssen Sie, wenn Sie sich neu bewerben, vorlegen. Ich fände es fair, wenn Arbeitnehmer auch ihren Firmenzeugnisse ausstellen dürften und wenn Sie als potenzieller Bewerber sich mal die Zeugnisse der letzten Arbeitnehmer anschauen konnten. Das ist nicht der Fall und darum ist es ein Notbehelf, aber ein guter. Ich empfehle Ihnen ein Portal wie Kununu und ich empfehle Ihnen auch, dass Sie dort etwas schreiben, wenn Sie Ihren Arbeitgeber so richtig klasse finden, denn man sollte nicht nur auf dem negativen, sondern auch auf dem positiven Auge gut sehen. Ich freue mich, wenn Sie hier wieder auf den Kanal kommen, wenn Sie dieses Video teilen, wenn Sie es verlinken, wenn Sie es in Playlists packen. Und schauen Sie auch gerne rein in meinen großen Kurs Bewerben mit Erfolgsgarantie. Da habe ich Ihnen alles verraten, was ich über das Bewerben weiß. Und dieser Videokurs, der wird Sie zu Ihrem neuen Job bringen. Bis dahin, Ihr Martin Wehre.